sie haben gefunden, als ich in den Riegel gebissen habe, ah ja, gib's den Riegel, dann wirst du noch fitter. Als ich Übungen gemacht habe, haben sie so im Takt zu meinen Bewegungen, die ich gemacht habe, haben sie gestöhnt. Das alles auch im vollen Bewusstsein, dass ich das höre und lauter und leiser, je nachdem, wo ich war. Ich bin für den Prix Courage nominiert, weil ich an einem Fußballspiel sexuell belästigt worden bin von zwei Zuschauern. Und habe das nachher in einer Insta-Story veröffentlicht. Es ist nachher von recht vielen Medienhäusern aufgegriffen worden. Und durch das ist so eine Debatte über Sexismus im Frauenfußball, aber auch allgemein entstanden. Das Ganze ist schon 15 bis 20 Minuten gegangen. Es war gar nicht eine Option, mich irgendwie aus dieser Situation herauszubewegen, weil ich bin in diesem Moment am Arbeiten als Fußballerin und verhalte mich entsprechend dem Wert, wo mein Verein dafür steht. Es wäre mega verlockend gewesen, um die Flaschen einfach anrühren. Aber ich hätte es nicht mal als Privatperson gemacht, ich wäre auch zu sozi. Ich habe im Nachgang Anzeige erstattet gegen Unbekannt. Aus dem einfachen Grund, dass ich will, dass es in die Statistik hineinkommt, dass es einfach ein Vorfall mehr ist von sexueller Belästigung, der stattgefunden hat und dass das festgehalten wird.